Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 5 mit der Familie Calavera. Und ja, im letzten Part hatten wir die Abstimmung, davor hatten wir die Debatte. An der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die kräftig Roleplay betrieben haben in den Kommentaren. Und jetzt möchte ich kurz auf ein paar Sachen hinweisen. Zum einen werde ich natürlich gleich die Abstimmungsergebnisse vorlesen. Zum zweiten möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass vor ein paar Tagen ein Infovideo kam, bei dem man sich auch für zwei, beziehungsweise einen von diesen zwei Tropico 5 Keys bewerben kann in der Complete Edition. Das heißt, mit allen DLCs, Tropico 5, mit allen DLCs, die mir netterweise der Entwickler Calypso Media zur Verfügung gestellt hat. Würde mich deshalb sehr freuen, wenn ihr da nochmal in dieses Infovideo reinschaut und euch gegebenenfalls auch dafür bewerbt, hier eine Kopie, einen Key von Tropico 5 zu bekommen. Würde mich sehr freuen. Die zweite Sache ist, heute habe ich angefangen mit Studieren. Sagen wir es mal so, heute, also ich nehme gerade noch Sonntagabend auf. Also am Montag jetzt geht's los. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich schon praktisch auf dem Weg nach Hause. Also vorausgesetzt, ihr schaut es um 17 Uhr schon. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Ich denke, ich werde vielleicht mal auch was in einem Video dazu sagen. Aber es ist jetzt das erste Video aus meiner neuen Wohnung in Konstanz, wo ich ja studiere, am schönen Bodensee. Und genau, also ist eigentlich ganz cool. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt hier wird. Und ich hoffe, dass natürlich auch von hier aus euch die Videos so gut gefallen wie von der Alp, ja, von der Schwäbischen Alb runter, wo ich ja früher gewohnt habe, bis ich angefangen habe zu studieren. Genau, also wunderbar. Ich denke, wir werden jetzt mal anfangen mit den Abstimmungsergebnissen. Es sind ja doch einige Sachen. Genau. Es haben 83 Leute teilgenommen und 78 davon haben die Umfrage beendet. Fragt mich bitte nicht, wie es dazu kam, dass anscheinend 5 Leute es nicht geschafft haben, die Fragen alle durchzumachen. Keine Ahnung, vielleicht nebenher eingeschlafen oder so. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist irgendwie bei jeder Umfrage so, selbst wenn man nur eine Frage stellt oder so. Ganz komisch. Naja, egal. Aber vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Hat mich wieder sehr gefreut. Mich hat sogar gewundert, dass es doch noch 83 geworden sind. Ich habe mit weniger gerechnet. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, 99. Ist also ganz in Ordnung. So, also, dann gucken wir uns das erste Mal an. Wir hatten hier ja erstmal die Fragen nach der neuen Verfassung. Dieser dritte Verfassungsteil, den werden wir dann sofort machen mit den aktuellen Zahlen. Die werde ich mir abfotografieren, Screenshots von machen am Handy. Und mit den aktuellen Zahlen werden wir dann auch hier dieses dritte machen. Also wenn ihr jetzt meint, oh, ich muss jetzt da noch irgendwas machen, das bringt nichts mehr. Die Umfrage ist praktisch geschlossen. So, also, ja, ich nehme auch Sonntagabend gerade schon auf, weil ich es einfach schon am Montag nicht schaffe und euch nicht nochmal einen Tag länger warten lassen möchte. Deswegen, ich denke nicht, dass sich da noch viel tun wird. Falls doch noch der ein oder andere abstimmt, tut es mir natürlich leid. Aber dann beim nächsten Mal einfach ein bisschen früher dran sein. Ich habe ja gesagt, entweder am Sonntag oder am Montag kommt's Video. Ja, hätte auch sein können, dass es heute, also gestern Abend schon um 17 Uhr kommt. Naja, egal. Also, wer soll in Tropico wählen dürfen? Hier haben 83 Leute abgestimmt und 56,6% davon waren wieder dafür, dass alle Bürger wie bisher wählen dürfen auf Tropico. Dann gab es 24,1 Reiche und 19,3 für die männliche Bevölkerung. So, dann als nächstes hatten wir die Sache mit Kirche und Staat. Hier waren 54,2% für den atheistischen Staat weiterhin und 45,8% für den säkularen Staat. Dann, wie soll das Militär von Tropico organisiert werden? Hier sind weiterhin 56,6% für eine Berufsarmee. Haben wir also gute Erfahrungen mitgemacht. Ich denke, das kann man so sagen. Mit unserer Berufsarmee, das stimmt durchaus. Ich war jetzt nicht unbedingt meine Wunschsache hier, die Berufsarmee. Da wir ja die Berufsleute, die Highschool-Absolventen durchaus auch für andere Jobs in unseren Fabriken brauchen können. Ja, 34,9 dann Wehrpflicht und der Rest mit 8,4 Miliz. Dann, welche politischen Rechte sollen Sie bei uns haben? Hier, wir sind weiterhin ein totalitärer Staat mit 41%, dann 31,3 Polizeistaat und 27,7 Demokratie. Als nächstes die Arbeit für alle bleibt auch bestehen mit 44,6%, dann 30,1 glückliche Kindheit, 25,3 Arbeiterparadies. Und beim nächsten
Beim Visumsprogramm bleiben wir tatsächlich auch mit 53%. 34,9% waren fürs Einwanderungsland und 12% für geschlossene Grenzen. Die nächsten drei Teile kommen, wie gesagt, dann noch beim nächsten Mal. Jetzt geht es nämlich weiter, wie wir uns gegenüber den ausländischen Mächten verhalten. Also das hier ist gerade, können wir mal stehen lassen. Wir bleiben weiter in Richtung, kann man, denke ich, so sagen, weiter in Richtung Kapitalisten, Kommunisten meine ich. Wobei Militaristen uns mittlerweile auch ganz gut leiden können, weil wir Berufsarmee haben. Ich habe gedacht, die können das nicht leiden. Naja. Die Religiösen hassen uns weiter, die Umweltschützer mögen uns nicht so wirklich, die Industriellen sind uns gleichgültig gegenüber. Also ist eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition, denke ich. Die Kommunisten nach wie vor sehr wichtig auf der Insel, die Religiösen eigentlich auch. Deswegen ist es schade, dass wir diese Gruppe an Personen hier gar nicht ansprechen. Ja, die Umweltschützer relativ wichtig, mit mehr Leuten als die Industriellen, das ist auch komisch irgendwie. Naja, ja, da müssen wir mal noch gucken, was die nächsten Sachen so bringen. Ich denke, die machen es nicht unbedingt besser. Mal schauen. Und mal gucken, was da noch so geht. Aber jetzt, wie verhalten wir uns gegenüber den ausländischen Mächten? Hier waren 35,8% dieses Mal dafür, dass wir uns neutral verhalten sollen. Hier hat man also augenscheinlich aus den Fehlern gelernt, dass wir hier ständig überfallen wurden von irgendwelchen fremden Mächten. 33,3% waren für pro-UdSSR, also ein Drittel hat auch doch nicht daraus gelernt oder ist der Meinung, dass unser Militär das auch weiterhin schafft. 17,3% pro USA und eher pro USA waren 4,9% und eher pro UdSSR waren 8,6%. So, jetzt zum nächsten Punkt. Tropikus zukünftige wirtschaftliche Ausrichtung. Hier sind 58% für einen Kurswechsel und zwar sollen wir jetzt die industrielle Ausrichtung wählen, also Stahlfabriken, Minen, Pharmakonzerne etc. 24,7% sind für die landwirtschaftlich-industrielle Ausrichtung und für den Tourismus sind lediglich 17,3%. So, und wie soll in Tropico der Strom produziert werden, war die nächste Frage. Hier sind 46,9% dafür, dass wir den Strom mit Atomstrom, also mit Atomenergie produzieren. 44,4%, ein sehr enges Rennen hier für erneuerbare Energien, im Moment in Form von Gezeitenkraft und Kohle und Erdgas 8,6%. Und wie steht Tropico zur Nutzung von Atomenergie in verschiedenen Bereichen? Hier waren 76,9% dafür, in allen Bereichen die Atomenergie zu nutzen, egal ob zivil oder militärisch. 16,7 war dafür, die Nutzung zu verbieten und 6,4 nur für die zivile Nutzung. Also, das bedeutet für uns einiges an Umstrukturierung. Wir werden erstmal die nächste Forschung auswählen. Und hier, beziehungsweise die habe ich schon ausgewählt, nämlich die Demokratie. Die werden wir als erstes erforschen. Das friedliche Atom können wir erst, ja, brauchen wir noch vier weitere Technologien, bis wir die bauen können oder bis wir das machen können. Deswegen schauen wir da mal, was wir hier als nächstes dann noch erforschen. Und dann werden wir das so schnell wie möglich natürlich das friedliche Atom erforschen. Leute, es gibt auch das feindliche Atom. Okay. Genau, und dann wird man das erforschen. Dann wird man anfangen, Atomkraftwerke zu bauen. Solange bleibt natürlich das Kohlekraftwerk noch bestehen, ganz klar. Das wird jetzt nicht gleich abgerissen, weil wir brauchen ja den Strom trotzdem. So, also das ist die Sache und dann würde ich sagen, werden wir als nächstes uns mal die möglichen Handelsrouten reinziehen. Wobei hier gibt es noch gar nichts, okay, dann nicht. Dann werden wir als nächstes mal kurz gucken auf unsere Zufriedenheit. Also, wie sieht es hier momentan aus? Wir haben 200 Arbeitslose, vor allem Ungebildete und Grundschule. Das ist eben genau das Problem. Wir haben Obdachlose, verfügbare Jobs, vor allem Highschool und Uni. Das wird echt hart, glaube ich. Bin ich mal sehr gespannt. Und ansonsten Zufriedenheit. 99 bei Sicherheit, 48 bei Unterhaltung, 63 Nahrung, 61 Gesundheit, 57 Wohnraum, 36 Arbeitsplätze, 70 Freiheit, 5 Religion. Hier würde ich ganz gerne mal gucken, haben wir denn irgendwelche Betriebe, in denen es den Leuten richtig schlecht geht, momentan? Weil man nur bei, weiß ich gar nicht, waren ja nicht so hoch. Was habe ich jetzt vorhin gesagt? Waren auf jeden Fall nicht so hoch in der Arbeitsqualität oder in der Arbeitszufriedenheit. Hier können wir mal noch ein bisschen was tun. So, wir müssen mal kurz anlaufen lassen. Hier können wir was tun. Und da oben können wir was tun. So,
Okay. So schon besser, denke ich. Das hat jetzt. Ah ja, hier können wir auch was tun, noch im Schmugglerhafen. Gut, okay. Super. Also, und jetzt die nächste Sache, die wir angehen werden. Ich habe es versprochen, dass wenn wir nochmal atheistisch werden, werden wir die Kirchen abreißen in unserem Land. Und das machen wir jetzt auch. Diese beiden Kirchen haben wir ja nur. Die werden jetzt erstmal abgerissen. Falls wir irgendwann mal doch säkular werden oder sowas, dann wird man das natürlich ändern, ganz klar. Werden auch wieder Kirchen gebaut und so. Aber jetzt erstmal die Sache. Ja, an der Stelle schon mal ein Hinweis. Ich habe es jetzt vorhin voll vercheckt, dass das ja erst noch kommt. Also mal angenommen, wir kriegen die freie Marktwirtschaft. Okay, es gibt ja die Möglichkeit freie Marktwirtschaft oder Planwirtschaft. Beim Thema freie Marktwirtschaft hatte ich mir eine Idee überlegt, weil das baut ja nicht der Staat unbedingt, sondern eigentlich ja Unternehmer. Und hier habe ich mir halt überlegt, dass ich, falls freie Marktwirtschaft rauskommen sollte, praktisch diese ganzen Teile hier unterteile, also Industrie, Luxus und Güter und dann halt eben in Unterhaltung, Luxusunterhaltung, Tourismus und so weiter. Das halt eben so ein bisschen unterteile. Also ich weiß auch noch nicht ganz wie hundertprozentig. Und dann halt eben sagt, ich würfel immer aus, was als nächstes gebaut wird. Also das nicht das, was ihr abgestimmt habt, zum Beispiel die industrielle die Ausrichtung, sondern praktisch das, was der Würfel sagt, nachher gebaut wird. Natürlich muss ich dann ein bisschen eingreifen, nicht, dass wir die ganze Zeit nur Plantagen bauen, sondern halt, dass es dann schon ein bisschen verteilt wird, sozusagen. Oder dass wir jetzt nicht die ganze Zeit nur Restaurants bauen, sondern so ein bisschen das verteilen. Aber das war halt eben die Überlegung bei der freien Marktwirtschaft. Das fände ich eigentlich ganz interessant, nochmal aus dem Aspekt raus. Und jetzt würde ich halt mal gerne wissen von euch, was habt ihr für eine Idee beim Thema Planwirtschaft? Das weiß ich noch nicht so wirklich. Also ich habe mir überlegt, ob ich praktisch sagen soll, ich stelle so einen Zwei-Jahres-Plan auf, weil 5 Jahre finde ich doch ein bisschen hart, aber vielleicht einen Zwei-Jahres-Plan oder einen Jahresplan auf, wo ich dann sage, in diesen 2 Jahren darf ich halt eben nur die Bo Gebäude bauen, die ich mir halt im Voraus überlegt habe. Das heißt, ich würde dann halt immer hingehen, was weiß ich, immer pro Part so einen Plan machen oder pro 2 Parts oder sowas und dann halt eben diesen Plan tatsächlich abarbeiten. Da würde ich sagen, also so und so viele Häuser, so und so viele Luxusvillen, so und so viele Schulen oder was weiß ich was oder Plantagen etc. Oder vielleicht ein bisschen weitergegriffen. Man kann ja auch sagen, so viele Industriegüter, Industrieluxusgüter und was weiß ich, Rohstoffgebäude oder irgendwie sowas darf ich nur bauen in der Zeit und nicht mehr oder nicht weniger, außer es ist irgendwie ein Sonderfall, ein Notfall oder sowas. Da habe ich da irgendwie 2 oder 3 Mal die Möglichkeit, da noch was anderes zu machen oder irgendwie so. Aber ihr könnt da mal ja schreiben, was ihr von diesen 2 Ideen haltet und ob ihr da noch Verbesserungsvorschläge zu habt. Das würde mich mal sehr interessieren, weil ich das Roleplay-technisch ganz cool finde. Soweit schon mal vorausgegriffen, die Plutokratie hat auf jeden Fall nicht gewonnen und da hätte ich auch einfach so weitergemacht wie bisher, außer dass ich halt ein paar andere Verordnungen erlassen hätte. Natur jungfräulich unberührt lassen sollten, oder ob wir Betonbunker errichten und uns darin in den besten Jahren unseres Lebens den Rücken kaputt schuften sollten. Muss man über so eine Wahl ernsthaft nachdenken? So, okay, jetzt sind unsere Kirchen abgerissen hier. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir jetzt bauen wollen hier statt dem. Ich denke, wir bauen statt dem hier mal ein Krankenhaus hin. Hab mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht ein paar. Ja, nee, ein Krankenhaus macht hier schon mal Sinn. Ja. Und dann würde ich hier drüben ganz gerne einen Zirkus bauen, aber der passt da nicht hin. Schade. Ja, aber hier würde ich ihn eigentlich auch nicht hinbauen. Dann bauen wir mal so ein bisschen außerhalb irgendwo hin. Haben wir nicht hier Lama-Plantagen? Nee. Haben wir hier nicht gebaut. Die haben wir da oben. Nee, Baumwollplantagen. Farm Lamas. Hier sind sie, die Lama-Plantagen. Aber das bringt uns nichts. Also Lamas wären hier in der Nähe gut, dann die würden dann nochmal einen Bonus bringen. Aber in Gottes Namen, dann will die Häuser aber eigentlich auch nicht unbedingt abreißen da.
Wollen wir mal hier hin, den Zirkus. Dort oben so ein bisschen in den Wald rein. So. Okay. Also, das ist die ersten zwei Bauprojekte, die ich jetzt hier mal in Auftrag gebe. Andere Sachen kommen dann noch. Tourismus können wir getrost überspringen. Kathedralen braucht man auch nicht. Fernsehstationen wäre mal eine coole Sache irgendwann. Schauen wir mal. Recyclinganlage ist natürlich auch immer eine coole Sache. Vor allem da, wo es viel Umweltverschmutzung gibt. Hier oben zum Beispiel. Vielleicht bauen wir das auch gleich mal. Also da oben brauchen wir es nicht unbedingt so wirklich. Also klar, da ist auch ein bisschen und so und hier unten auch. Aber es hält sich noch in Grenzen, wie ich finde. Ja, solange es gelb oder orange ist, geht es eigentlich noch. Hier oben ist nicht so toll. Deswegen bauen wir die mal hier oben hin. Und dann werden wir jetzt mal ein bisschen planen, wie wir hier unsere weitere Industrie, was wir da jetzt vorhaben. Also wir haben ja jetzt den klaren Auftrag, wir sollen hier auf Stahl oder Industrieprodukte setzen. Und deswegen, wir haben schon Kohle. Wir bräuchten eigentlich nur noch Eisen, dann könnten wir ein Stahlwerk bauen. Aber ich würde ganz gerne noch warten, bis wir die Fahrzeugfabrik haben und dann hier das Rad brauchen wir dafür. Gold produziert Schmuck aus Gold. Da müssen wir mal gucken, wo wir Schmuck haben. Aber ich denke, wir fangen mal mit einer Möbelfabrik an. Da haben wir ja gesagt, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ist das jetzt landwirtschaftlich-industriell oder ist das industriell? Das war ja so ein bisschen die Frage. Ja, ich denke, damit können wir ja mal anfangen hier. Vielleicht hier drüben. Oder bauen wir das gleich hier daneben? Oder hier an die Straße. Wisst ihr was? Das baue ich hier noch hin, weil da ist ja schon die Sägewerk, deswegen baue ich das noch hier hin. Und die Pharma GmbH, die braucht Strom wie Sau. 200. Da möchte ich dann noch warten, bis wir dann mal noch das friedliche Atom erforscht haben, wobei das ja echt noch eine Weile braucht eigentlich. Ja, aber das bleibt dann uns nichts anderes übrig erstmal. Als zu warten. Ja. Wie sieht's denn hier aus? Hier brauchen wir eigentlich auch nichts. Ein Glasbodenrestaurant wäre natürlich mal cool. Bietet Unterhaltung für reichere Bürger und Touristen in der Nähe. Abhängig von der Schönheit muss überall ein Fischvorkommen gebaut werden. Ach so, ja, okay. Fische hätten wir da oben, oder? Ja, hier. Hier nicht. Da unten auch. Also da müssen wir das, falls wir irgendwann mal doch auf Tourismus gehen, müssen wir uns das natürlich vormerken. Dass wir da dann noch einen guten Platz für finden. Hier baue ich mal noch einen Park rein. Also eigentlich die Stadt, die meiner Meinung nach erstmal größere Ausbau, Priorität hat, ist eigentlich hier oben. Weil hier finde ich, haben wir einfach noch besser Platz als hier unten. Durch die Farmen haben wir hier den Platz ein bisschen beengt. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne hier oben einfach die Stadt weiter ausbauen und hier unten zuerst mal belassen. Wir werden ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel Industrie hier unten ansiedeln, sondern eher hier das Industriegebiet bauen und eben da oben dann noch einige Wohnungen und so weiter. Ich denke, den Platz hier runter, das kriegen die auch gerade noch so hin. Genau, und dann gucken wir mal. Jetzt möchte ich mal gucken, wo unsere Minen sind. Also hier haben wir noch ein Eisenvorkommen. Hier haben wir ein Goldvorkommen. Das ist auch ganz wichtig wegen der Schmuckfabrik unter Umständen. Bauxit haben wir hier unten. Ich bin gerade am Überlegen, für was brauchen wir das nochmal? Eisen haben wir hier noch. Hier haben wir auch Bauxit, das ist ja ganz cool. Und da unten haben wir Öl. Das wissen wir. Und hier haben wir auch nochmal Öl. Okay, also dann schauen wir mal, was die erste Mission in diesem Die Russen Zeitalter ist. wollen diplomatische Beziehungen zu Ihnen aufnehmen. Aber Sie sagen, dass etwas dem Dialog zwischen unseren großen Nationen im Weg steht.
Nachdem mein Kater abgeklungen ist, bin ich in die UdSSR eingereist, um herauszufinden, was die Sowjets von uns wollen. Exportieren sie 5000 Rum plus 10 UdSSR-Beziehungen. Ich denke, das können wir mal machen. Wie gesagt, da schauen wir uns jetzt eh mal kurz das hier an, was hier so die gewünschten Dinge sind. Puh. Autos ist natürlich cool. Ganz klar, aber können wir ja noch nicht. Schauen wir mal, was Kohle will ich nicht exportieren eigentlich. Ja, dann werden wir mal Mais, weiß ich auch nicht unbedingt. Lassen wir das erstmal. Es sind noch nicht so die besten Sachen hier unbedingt. Also außer die Autos, aber die können wir wie gesagt noch nicht bauen, weil wir erstmal das Rad erfinden müssen. Irgendwann wäre es auch übrigens mal sinnvoll, hat mich Delash jemand drauf gebracht, hier mal zu überlegen. Also es gibt ja auch öfters so Importhandelsrouten. Da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwann auch mal Dinge importieren können und dann teurer exportieren können. Zum Beispiel hier jetzt den Mais exportieren und dann dafür hier importieren und dann hier exportieren oder so. Das wäre natürlich auch eine Idee. Kohle ist nicht, ne. Autos. Oh, da fällt mir ein. Haben wir eigentlich ein Uranvorkommen auf der Insel? Oh Leute, was haben wir da abgestimmt? Das hätten wir vielleicht mal gucken sollen, ne? Unter Umständen müssen wir jetzt... Ah ja, hier haben wir ein Uranvorkommen. Puh. Hatte gerade schon ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Gut. Okay, ich denke, unsere Arbeitslosenzahl ist ein bisschen gesunken. Super. Obdachlosenzahl ist immer noch recht hoch. Hier haben wir 11 von 12, 8 von 12, 12, 5 von 12, 3 von 4, 2 von 4. Okay, hier haben wir noch Platz da oben. Wie sieht's hier aus? 12 von 12, 12 von 12, 12 von 12. Okay. Werden wir hier oben. Schauen wir uns mal noch die Verordnungen an. Vielleicht sind da ja welche jetzt ganz passend zu uns. Unserem Land hier. Stadtentwicklung haben wir noch aktiv, gut. Ja, hier bleiben wir mal bei, auf jeden Fall. Das bringt uns nichts, der globale Forschungsdrang, Prohibition wollen wir nicht, Industrialisierung, das hätten wir mal machen sollen. Naja, falls ich es nicht vergesse, falls wir nochmal dazu kommen. Geheimpolizei. Das will ich noch abwarten, wegen einer anderen Verfassungsgeschichte. Mülltrennung, Sensibilitätstraining, Verhütungsverbot. Aber wir sind nicht sehr religiös. Geologisches Gutachten, das würde ich doch mal sagen. Es scheint, als hätten wir unseren mineralischen Reichtum unterschätzt, Präsidentin. Schuld ist entweder ein Schreibfehler oder eine üble Täuschung ihrer Gegner. Wie dem auch sei, wir können eine gut ausgebildete Geologengruppe beauftragen, keinen Stein auf der Insel auf dem anderen zu lassen, die glänzenden zu zählen und uns im Nu einen korrekten Überblick zu liefern. Das werden wir mal erlassen. So, ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Anfang hier. Ups. Das ist gut. Nein, ich bin schon wieder verklickt, so ein Kack. Sorry. So, jetzt schauen wir mal. Mülltrennung, ich weiß nicht. Passt es so zu uns? Weiß auch nicht. Das sind so Sachen, da ist es manchmal ein bisschen uneindeutig, ob das jetzt was für uns wäre. Genauso auch mit dem Karneval und so weiter. Das ist immer so eine Geschichte, wo ich mir immer selber nicht so unbedingt sicher bin. 4 von 4, okay. Ja, hier unten ist noch Platz ein bisschen, also oder eigentlich ganz gut Platz noch. Nur für Arme ist, ja doch, hier haben wir auch noch Platz. Verstehe das gar nicht. Eigentlich sind ja alle unsere Einwohner müssten eigentlich genügend Häuser haben und auch einen ausreichenden Wohlstand dafür. So, jetzt haben wir hier wieder ein Problem, dass wir keine Highschool-Absolventen haben. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal ganz teuer einige Gastarbeiter einladen. So leid es mir tut, aber wir kriegen es schon halt echt ein Problem. Was mir gerade so einfällt, wir haben momentan
Wohlstand, Manager, besondere Bildung. Hier. Okay, wie viele Kinder haben wir momentan? Schüler und Studenten 41. Geburtenrate. Wie sieht es denn eigentlich aus? Freiheit ist bei 71 bei uns momentan. Ich denke, da wir doch ein Arbeiterproblem haben, zumindest. Ich weiß nicht, sollen wir hier diese Verordnung erlassen? Verhütungsverbot? Fracking weiß ich auch noch nicht, ob wir das unbedingt wollen. Ich denke erstmal nicht. Okay. Alle Polizei- und Militärgebäude verringern die Freiheit weniger stark. Die Kosten hängen von der Anzahl der Polizisten und Soldaten ab. Sensibilitätstraining. Ja, nee, braucht auch nicht, muss auch nicht sein. Naja, wenn ihr mal noch Ideen habt, welche Verordnungen vielleicht noch ganz stimmungsvoll zu uns passen würden, dann natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben hier schon 2000 rum exportiert, jetzt würde ich nochmal ganz gerne gucken, was denn jetzt möglich ist. Ananas, hier nix, hier auch nix, hier Käse jetzt möglich, dann zu den USA ein Schiff und zu den zu UdSSR meine ich. Oder wisst ihr was? Nee, das mal nicht. Sondern hier den Rum. So. Wir sehen jetzt eigentlich die diplomatischen Beziehungen zu den anderen, zu diesen Fraktionen aus hier. Noch kurz gucken. 55 und 50, okay. Und jetzt wisst ihr, was wir machen. Jetzt laden wir hier noch die USA ein. Und hier die UdSSR. So. Gut. Also, wir haben neutrale Beziehungen zu beiden Seiten, also stehen zu beiden Seiten gleich. Wir können natürlich auch sagen, bei neutral handeln wir gar nicht mit denen oder so, aber wir wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen, würde ich sagen. Genau, und dann haben wir jetzt hier, denke ich mal, einen kleinen Grundstein dafür gelegt. Oh, hier möchte ich mal noch hier auf 40 mindestens gehen, bei der Arbeitsqualität, ganz wichtig. Das wird noch gebaut, hier wird es auch noch gebaut, okay. Gut, und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, was wir jetzt hier noch unseren Leuten Gutes tun können. Vielleicht, wie gesagt, wenn ihr noch gute Verordnungen habt, habt ihr jetzt, denke ich, recht lange gezeigt, die ganzen hier, könnt ihr nochmal gucken. Ja. Aber ich habe es ja gerade auch so ein bisschen gezeigt, bin ja auf ein paar eingegangen. Dann schreibt es mir dann noch in die Kommentare, am besten mit einer Begründung, warum ihr findet, warum das zu Tropico passt. Das wäre ganz schön. Und dann kann ich mir das ja auch mal noch überlegen, ob ich da nochmal die ein oder andere Verordnung durchführe. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal. In 15 Monaten ist erst die Demokratie hier fertig. Ich denke, das braucht noch ein bisschen. Aber irgendwann werden wir das dann auch mal schaffen. Dann können wir auch die Demokratie hier mal einführen. Und was ich auch noch ganz vergessen habe, wir müssen mal durchgucken, was wir so für Verbesserungen haben in diesem Zeitalter hier. Das muss ich auch mal noch aufschreiben. Genau. Also, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.